Hallo, herzlich willkommen. Wir sind heute im Traditionsschiff zu Gast. Es gab eine Blütezeit für das Traditionsschiff. Und ich glaube, wir sind uns einig, das war die Zeit, wo die IGA stattfand. Da war sicherlich großer Zulauf. Das Traditionsschiff war wunderschön eingebunden. Es war dieses Strandsegment. Die Leute kamen vor allen Dingen gut hierher. Was ja heutzutage auch, naja, ich habe vorhin die Erfahrung gemacht, bin einmal kurz vorher abgebogen. Das war keine so gute Idee, weil ich vor der Mautstelle stand. Ja, also es gab diese Blütezeit. Erzählen Sie davon ein bisschen. Also ich war damals noch nicht dabei. Ich bin ja erst seit einigen Monaten hier an Bord. Aber als Rostockerin hat man das natürlich verfolgt. Das ist natürlich interessant, ne? Zu sehen, wie so ein besonderes Museum eingebettet in eine besondere Situation auch profitieren kann. Und da ist natürlich für uns auch heute so die Erkenntnis, also gutes Marketing, gutes Management, gute Zuwegung, gute Werbung um den Standort herum sind überlebenswichtige Sachen. Und unser großer Wunsch ist, dass hier am Standort für das Schiff einfach mehr passiert. Und das ist nicht unseren Besuchern wie Ihnen geht. Nein. Man fährt dran vorbei. Sondern man hat ein gutes Leitsystem und man kann gar nicht dran vorbeifahren, weil man gut hierher gelenkt wird. Das ist ein ganz großer Wunsch und es ist, muss ich sagen, auch eine große Voraussetzung. Ein Museum muss gut erreichbar sein, muss sehr präsent sein und muss gut erreichbar sein. Und da kämpfen wir noch drum. Naja, uns würde ja zum Beispiel auch helfen, wenn die Stadt das schafft, zusammen mit der RSAG eine Buslinie wirklich ständig zu uns zu führen. Ja, das ist ja wieder eine wirtschaftliche Frage. Also Buslinie, wir sind jetzt erstmal, wir nehmen erstmal auf eine Buslinie. Wäre schon schön und ich als Autofahrer muss ganz ehrlich sagen, bin heute und ich kann lesen und ich kenne Rostock. Es ist verwirrend, es wird gezeigt, rechts abbiegen zum Dorf Schmal. Da steht nicht Traditionsschiff, es steht Dorf Schmal. Da denke ich, was will ich denn im Dorf? Ich will eigentlich zum Museum und so. Das wäre vielleicht auch noch diese Schildergeschichte. Was gehört noch in den Wunschkatalog? Denn das ist ja doch wieder eher, naja, da kenne ich die RSAG. Da wird wieder gesagt, wie viel und dann werden Leute gezählt und so. Aber gut, das wäre schon gut. Von wo fährt sie ab und wie oft geht das dann? Oder nur in der Saison? In der Saison passiert das ja, ne? In den Ferien? Ja, also wir merken so für die Kinderbeine, ne, da muss man einfach dran denken, ja, Schulklassen Beine sind ein ganz wichtiges Klientel für uns. Für die ist es ziemlich weit weg, was die Haltestellen für Bus betrifft, auch S-Bahn ganz klar. Also auf längere Sicht einfach mal über eine Schleife nachzudenken und wirklich dicht daran ans Schiff zu kommen in den Sommermonaten. Das ist, also ich glaube, es ist machbar, wenn da der politische Wille ist und dann wird es auch eine lohnende Geschichte sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ganz ausgeschlossen ist. Aber das ist jetzt so Infrastruktur. Wir wollen natürlich hier auch ein bisschen was am Bord machen. Also wir haben ja, man überwindet alle Schwierigeiten, wenn einen was interessiert. Ja, genau. Also ganz ehrlich, dann will man nämlich dahin. Es muss hier auch ein bisschen was an Bord passieren. Genau. Das ist uns sicherlich auch bewusst. Wir haben es mit einer alten Ausstellung aus den 1980er Jahren zu tun. Die muss überarbeitet werden. Das ist 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist nicht so ganz wenig. Ganz gut, da können Sie hochrechnen, wenn wir sagen, so auf einem Quadratmeter 1 Euro, knapp 2 Euro, braucht man, um eine moderne Ausstellung hinzubringen. Das heißt, wir sprechen dann doch wieder über eine knappe Million, um eine vernünftige Ausstellung zu machen. Aber das muss Ziel sein. Also es liegt uns wirklich daran, was Neues zu machen, Schifffahrt und Schiffbaugeschichte zu zeigen. Aber ganz ohne Geld geht es nicht. Nee, das ist ja... Das ist Fakt. Es gibt sicherlich einige kleine Schritte, die wir schon machen werden. Wir waren auch unsere Sonderausstellung
regelmäßig überarbeiten. Aber es muss auch mal hier an Bord ein größerer Schritt gemacht werden. Aber ich habe gelesen, Sie haben sich ja schon ein bisschen technisiert, sage ich jetzt mal, auf die neue Zeit. Weil wenn man die Kinder alle sieht mit ihren Daddeldingern, dann wollen sie ja nicht wieder, ich sage jetzt mal, sie wissen schon, es ist Historie, da gab es das alles nicht, ne? Und wenn man über den Fernseher erwischt, passiert gar nichts und so. Ja, das ist schon interessant. Aber interaktives Museum ist natürlich ein Thema. Und das muss auch transportiert werden. Das machen Sie ja schon. Ne? Es gibt Audioguides, es gibt Dinge, die man ausprobieren kann. Was sagen Sie, muss unbedingt jedes Schulkind? Was unbedingt? Oder die Großeltern gehen ja auch viel mit Enkeln. Ja. Also ich will mich da nicht ausnehmen. Ich komme ja dann auch gerne. Ja, naja. Was kann ich meinem Enkelsohn erzählen, was hier so toll und spannend ist? Also, wie gesagt, es gibt einen Audioguide, einen Führer für Kinder. Da haben wir wirklich Dinge gesucht und gefunden, die Kinder auf jeden Fall interessieren und das auch kindgerecht, denke ich, rübergebracht. Dann ist die Möglichkeit, ja, auch mal wirklich bei uns an Bord zu spielen. Wir haben ein Wasserbecken, wo man mit Schiffsmodellen fahren kann. Das hat man nirgendwo anders. Das ist schon spannend. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und man kann das alte Schiff erleben. Also das merken wir ja auch, wenn Großeltern mit Enkeln kommen und sagen, schau dir mal an, hier auf der Brücke, hier hat der Kapitän gestanden. Oder wir schauen jetzt mal einen Maschinenraum, der wirklich hoch beeindruckend ist. Für Leute, die noch nie sowas gesehen haben, mein Gott, vier riesen Dieselmotoren haben so ein riesen Schiff angetrieben. Das ist schon eine besondere Szenerie, die auch ungewöhnlich ist. Also so live zu erleben, Mensch, wie hat so ein Schiff ausgesehen und wie haben denn die Kammern von den Seeleuten ausgesehen? Da kann man mal gucken. Wir haben nachher auch gleich nochmal nach. Wie haben die geschlafen, wie haben die gewohnt, wo haben die gegessen? Also so eine Sachen hier zu sehen, das ist schon beeindruckend. Und was uns jetzt so vorschwebt, weil Sie ja sagen, moderne Technik ist da, dass wir vielleicht im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr für die Familien anbieten, wer sein Smartphone hat, wird bei uns so ein QR-Code finden, zum Beispiel in der Offiziersmesse. Was haben die denn damals gegessen? Ach, guck mal, das und das und das war die alte Speisekarte. Ja, ja. Und was erzählt denn der Koch damals? Was hat er so erlebt? Was hat er bunkern müssen, um die ganze Mannschaft über Monate zu versorgen? Also da an verschiedenen Orten auf dem Schiff solche Punkte zu installieren, das kann ein QR-Code sein, das kann GPS, da gibt es so viele Verfahren, die man nutzen kann. Und da könnten die Besucher mit eigener Technik sagen, aha, hier will ich mehr erfahren. Was ist das? Ach, guck mal, sehr interessant. Wir wünschen uns, glaube ich, alle zusammen mehr Besucher. Ne? Wie sind die Eintrittspreise im Moment, muss man auch fragen? Sehr moderat. Also für Erwachsene 4 Euro, da kann man den Park und das Schifffahrtsmuseum besuchen. Für Kinder ist es 2,50. Das ist ein bisschen günstiger. Das ist übrig, meine lieben Rostockerinnen und Rostocker. Ich kann Sie nur einladen, hierher zu kommen.